Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Biomutant. So, folgendes Prozedere. Wir sind ja hier immer noch in der Biogefahrenzone. Und ich würde mich hier jetzt auch noch gerne ein bisschen weiter umschauen. Ich traue aber trotzdem dem Wasser immer nicht. Okay, da kann man drin schwimmen. Ob es man machen sollte oder nicht, ich glaube mal eher nicht. Aber gut, unser Anzug schützt uns ja sicherlich. Und dort unten könnten wir uns auch nochmal mutieren lassen. Na gut. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal in den Untergrund. Ich muss... Nee, halt. So. So wird dann Schuh draus. Wir haben noch einmal überragende Beute, ein Biobehälter, ein Mutationsplatz und Untergrundsbereich. Ich denke mal, ich weiß, wie wir in den Untergrundsbereich reinkommen. Es gab ja hier... Oh. Ja, auf jeden Fall schon mal Wasser. Es gab hier doch an und für sich so einen kleinen... Da ist er. Dich habe ich gesucht. So einen kleinen Bunker. Hatten wir dich eigentlich schon beim Pipi gemacht? Mal sehen. Ja, hatten wir schon. So, und... Oh, Wasser. Dann machen wir das Ding hier erstmal auf. Und dann gucken wir auch ganz aufmerksam hier alles durch. Mhm. Aber sieht alles gleich aus wie auch schon auf der anderen Biogefahreninsel. Aha, aha, aha. Aha, hier haben wir noch was. Das wird einmal mitgenommen. Sonst sehe ich aber nichts weiter. So auf Anhieb. Ah, und wenn wir jetzt hier runtergehen, dann geht hier gleich der Kampf los. Okay, noch so einer. So, schnell ausweichen. Na, 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 na. Lass mich mal. Durch hier. Oh, 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 oh. Darf nicht vergessen, in der Rüstung halte ich halt überhaupt nichts aus. Gesundheit-Injektion. So, mal kurz ein bisschen was schießen hier. Das Vieh ist halt auch schweineschnell. Zwar nicht so stark wie das andere. Oh. Ich dachte jetzt, ich bin im See gefallen. So, alle hops. Schnell durch hier. Mal kurz ein bisschen. Ja, das scheint ihn nicht zu stören. Das Eis. Was hältst du von Feuer? Ah, oh, 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 oh. Ich kann mich nicht bewegen. Ich häng hier unter dem Bauch fest. Das ist mega mies. Ah ne, er ist down. Ich dachte, er hat mich jetzt getötet. Eieieiei. Kannst du mir doch nicht antun hier. Ich dachte, ich bin schon tot. Gut, wir haben sowieso zu viele Module. Ich sollte mal, glaube ich, die ganzen Module so nach und nach mal aufrauchen hier. Damit da auch was anderes kommt. Diese ganze Gegend müsste ordentlich gesäubert werden. Okay, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... ...wieder da raufkommen. Okay, klappt von der Seite irgendwie nicht so gut. Na... Immer noch nicht. Jetzt habe ich's. So, kommen wir jetzt hier auch hoch. Jawohl. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Hier scheint aber nur der nächste Ausgang zu sein. Also umsonst hier abgekleidert. Sind wir jetzt von da gekommen? Nee.
Da ist meine überragende Beute und ich sehe sie. Wie komme ich da am ehesten hin? Es muss ja irgendwas geben, womit wir höher springen können oder so. Oder uns irgendwie besser festhalten, weil wie gesagt, wie soll man denn sonst hier hochkommen? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so gewollt sein soll. Gut, haben wir auch die überragende Beute gefunden. Und ansonsten ist ja auch eine Leiter. Na gut, warum auf den anderen Seiten keine Leiter ist, ne? Dann gehen wir mal wieder raus. Dann fehlt uns jetzt noch ein Biobehälter hier. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Bevor wir jetzt einen anderen Plan aussetzen. Denn ich habe mir gedacht, uns fehlt ja hier immer noch sehr viel. Und wir müssen mal langsam gucken, dass wir das auch alles zusammenkriegen. Das heißt, wir gehen jetzt mal so ein bisschen mehr auf der Hauptstory ein. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwoher Sprungkraft oder so. Und ich habe den letzten Biobehälter. Wunderbar. Das hat sich gelohnt. Somit müsste der Bereich abgeschlossen sein. Genau. So, und zwar folgendes habe ich mir jetzt gedacht. Wir könnten jetzt zwar natürlich weiter mit dem Mekton machen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier zu Steinalt einkehren. Denn bei Steinalt geht ja sozusagen das mit der Hauptquest so ein bisschen weiter. Und die anderen Hauptquests sind ja, vernichte die Weltenfresser. Das ist ein Aurora-Totem. Der Legende zufolge entsteht, wenn alle vier gleichzeitig aktiviert sind, ein Band deiner Aura am Himmel. Die Nacht kriecht heran. Suchen den Pilger? What the hell? Ja, aber okay, da haben wir nochmal Gummi. Dann nehmen wir nochmal Gummi mit. Das ist aber irgendwie jetzt nicht das, was wir haben wollten. Was sagst denn? Ein wenig Gummizeug. Oh, nicht gerade wenig Gummizeug. So, aber ich werde mal kurz meine Ausrüstung wieder umändern. Outfits. Wieder auf die 1. Und dann könnten wir ja an und für sich... Ja, jetzt haben wir ja richtig Mutationskraft wieder. Widerstände verbessern. Uns fehlt ja noch ein bisschen was für Feufeu. Das heißt, Feuer machen wir jetzt Maximum. Und jetzt noch die Biogefahr so weitestgehend nachziehen. Ah, mehr geht nicht. Dass wir uns wirklich sagen können, okay, egal welches Gebiet, es kann uns nichts mehr anhaben. Also Feuer brauchen wir uns jetzt momentan keine Sorgen mehr machen, Kälte nicht mehr. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir müssen halt nur gucken. Ich finde zwar unsere Prothesen relativ cool, aber ich glaube, da werden wir besser. Eine Motorjü-Station. Stell dir nur mal vor, Temposaft, wann immer du willst. Temposaft, wann immer ich will? Okay. So, jetzt wollte ich gerade meine Ameise machen, Mensch. Na? Jawohl. Boom, boom. Die meisten sind wirklich enorm anfällig gegen Elektrizität. So, komm. Hey, guter Schuss. So. Und dort haben wir den Pilger. Aber hier soll ja noch ein bisschen was sein. Das heißt, wir nehmen uns das natürlich noch mal kurz vorher mit, bevor wir... Das ist ein Sperrkasten aus der Vorbeizeit. Die sieht man nicht mehr häufig. Darin bleiben deine Schätze ein und alle anderen ausgesperrt. Du okay. Du musst die Kurbeln in der richtigen Reihenfolge entdrehen, wenn du die Sperrkiste aufsperren willst. Das war relativ einfach. Kommen wir denn schön, Tarnok. Was Legendäres. Riposte. Nach einem gegnerischen Treffer fügt dein nächster Treffer mit dieser Waffe doppelten Schaden zu. Okay.
gar nicht mal so verkehrt. Aber es fehlt uns ja noch einmal jetzt überragende Beute. Die würde ich gerne hier noch... Geschichten schreiten voran, ob durch dein Zutun oder nicht. Vorhaben wollen irgendwie. Können wir hier hinten mal nach. Hier ist aber nichts. Es ist halt auch immer die Frage, wie weit ist es immer von den Gebieten weg? Okay. Oder wie weit auch nicht. Sag mir jetzt nachher nicht, dass das irgendwo da drauf ist nachher. Ach nee, hier. Ha! Das Offensichtlichste habe ich natürlich wieder nicht gesehen. Aber nur seltene Beute. Gut, jetzt können wir mal mit dem Pilger kurz reden. Denkt, du hast ein gutes Herz. Ich kann nicht bleiben. Tariman. Wäre nicht überrascht, wenn ihr euch wiederseht. Führe den Pilger zum Aura-Totem. Läuft er mir jetzt nach? Gut, dann laufe ich da jetzt... Tatsache, er läuft mir nach. Dann laufen wir da jetzt einfach mal hin. Ist jetzt eigentlich eine easy Quest. Aber eigentlich müssten wir ja zum Weltenbaum, Mensch. So. Aura-Totem. Das war das erste Aurora-Totem. Es sind noch drei übrig. Gut. Nebenquest aktiviert. Ja, das ist ja auch nicht das, was ich jetzt eigentlich wollte, ne? Wir wollten ja jetzt eigentlich zum, ja, Steinalt. Ist mir der Name kurz nicht eingefallen. Die Welt muss gerettet werden. Mach das Beste aus dem Tag. Ja, machen wir schon. So, Waffenverbesserungsbank, Peng-Peng-Händler. Warum habe ich hier das noch nicht alles fertig? Warum fehlt das hier? Hä? Hä? Ein Peng-Peng-Händler ist ja relativ leicht zu finden und die Verbesserungsbank eigentlich auch. Zeit für den Aufstieg. Sehr komplex und mysteriös. So, das war die Verbesserungsbank. Jetzt müssen wir noch den Peng-Peng-Händler finden. Das wirst wohl wahrscheinlich du sein. Sagt, der Laden bietet für je... Genau. Ach nee, das war der Prüglerwagen. Ich brauche einen mit Waffen. Hier. So. Jetzt ist auch der Bereich abgeschlossen. Also warum ich das jetzt nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht. Jetzt werde ich mir mal kurz die Quest verfolgen. Und dann wollen wir mal gucken. Da hinten ist auch wieder ein Ballon. Wir sollen ja jetzt zu Steinalt zurückkehren. Na komm, einfach hin. Ich habe erst überlegt, mir jetzt noch ein Tierchen zu rufen. Das schöne Ledermäuschen. Aber nö. So, was wir jetzt auf dem Weg dahin noch finden. Wie zum Beispiel hier. Das können wir ja dann trotzdem nochmal ansetzen. Einfach nur grässlich. Von Biogefahr muss man sich übergeben. Vergiss es. So, einmal kurz Kälte machen hier. Der ist bald erledigt. So, und zack. Na komm her hier. Ihr sollt euch doch nur nicht so schnell bewegen können hier. So.
So, nächsten. Oh, jetzt Schild weg. Jetzt kann ich dich auch erschießen, wa? So, machen wir hier nochmal. Da juckt der Finger. Natürlich juckt da der Finger. Crit, 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 crit. Super effektiv. Radioaktiv und super effektiv, na denn. So. Das war's. Das war die nächste Stufe. So, du haust mich. Vergiss es. So, hat jemand hier noch was bei? Oh, er hat wieder Essen dabei. Gut, dann holen wir erstmal den Pilger raus. Der soll ja hier Dieser nicht. Hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ich helfe dir. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Dann fehlen ja auch nicht mehr viel Ziehpunkte. Sehr schön. So, jetzt fehlt noch das Ressourcentotem und irgendwo noch eine überragende Beute. Die müssten wir ja hier noch finden. Ah, Ressourcentotem gefunden. Jedenfalls das erste. Gut. Und noch eins müsste hier auch irgendwo sein. Irgendwo hier in der Nähe. Ein neuer Tag für dich. Warum genießt du ihn nicht einfach? Sehr schön, Metallschrott. Den kannst du immer gebrauchen. Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Ding hier wird benutzt, um was in die Luft zu sprengen? Ich hoffe mal nichts. Das ist jetzt wohl wahrscheinlich wieder die Frage, kommt man hier irgendwo wieder rauf? Weil da oben sieht das irgendwie so aus, als wenn da meine Beute wieder ist. Nee. Nicht, dass es wieder so ein Kletterding wird, wo ich mich denn hier sonst wo hochkrackeln muss. Nee, da drinnen kommt man auch irgendwie rein. Muss ja irgendwo eine Tür haben. Wo habe ich jetzt die Tür übersehen? Das Haus hat keine Tür. Warum hat das keine Tür? Was ist da kaputt? Kann ich hier an den Moos mich hochklettern? Nee. Warum hat das Ding denn keine Tür? Riesiges Graffiti, aber keine Tür. Ja. Hä? Nee? Die Lunte brennt aber. Mit eigenen Fähigkeiten kann ich also nichts in Brand setzen. Ja, aber wie soll ich denn sonst da raufkommen? Nee, geht auch nicht hoch. Und hier ist an und für sich die Tür gewesen. Können wir vielleicht mit der... Oh, ich vergesse jedes Mal die Schwebefähigkeit. Stimmt. Ja, aber die lässt mich ja nicht weiter hoch als eigentlich üblich. Könnten wir damit aber vielleicht in irgendein Fenster rein? Also gerade wenn wir uns hier so an der Wand befinden und dann da nicht gegen irgendwas drüber knüppeln. Könnte das vielleicht klappen?
Aber alle Fenster sind soweit vergittert. Und hier ist nur ein Graffiti. Och Mann, jetzt will ich nicht schon wieder weitergehen und ich finde diese blöde Beute wieder nicht. Ich will aber die Beute haben. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Ja, sobald ich da die Fähigkeit benutze, falle ich halt runter. Und hier hänge ich total fest. Ich stoße da immer oben gegen irgendwas gegen. Ja, dann wird da wohl wahrscheinlich nichts sein. Aber ich bin der Meinung, uns fehlt halt einfach noch zu viel. Dass ich es einfach nicht finden kann. Selbst wenn ich es wollen würde. Das ärgert mich jedes Mal so ein bisschen. So, gucken wir mal. Oh, 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 oh. Na, komm, hoch, hier, das schaffst du. Busfahrplan. Fährt hier überhaupt noch ein Zug? Oder ein Bus? Oder irgendwas? Vor dir liegen Orte, die viel schlimmer sind als dieser. Okay. Ist das jetzt hier ein Ort? Sieht nicht danach aus, ne? Aber irgendwie schon. Ist das hier vielleicht ein Dorf oder so? Vorsicht, sonst schlitterst du den Rutschhang hinab. Vielleicht kann dir Honky den Weg zeigen. Okay, wer ist denn Honky? Mal sehen. Ah, das ist also Honky. Gut, dann sagen wir mal guten Tag. Sieht ja edel aus, die Katze. Gut, gucken wir mal. Was du, Kala? Denkt, die meisten anderen haben nicht so viel Glück wie du. Der Umstand, dass du so lange überlebt hast, zeigt, was für zähe Kundschaft du bist. Das kauft er dir von alleine ab. Ich habe Glück, dir zu begegnen? Meint, nur wer Glück genug hat, ihn zu treffen, kann sich wirklich glücklich schätzen. Du gehörst wohl zu den gerissensten Kunden, die er je hatte. Niemand kann so gut ausgestattet sein wie du, ohne einen guten Geschäftssinn zu besitzen. Doch was willst du mit all deiner Ausrüstung anfangen? Er schätzt, man macht das Beste aus dem, was man hat. Und dank deines Verhandlungsgeschicks kannst du es sogar noch besser machen. Du sollst wissen, dass er nach tollen Schnäppchen für dich Ausschau hält. Mit Schnäppchenjägern wie dir wird er sicher einig. Hast du jemals einen deiner Käufe bereut? Oder noch schlimmer, einen verpassten Kauf? Das Leben ist zu kurz, um auf etwas zu verzichten, das man will. Ich will mehr. Wollt ihr das nicht alle? Gib ihm Bescheid, wenn du ihm genaueres sagen kannst. Dann wird er schauen, ob er es dir verkaufen kann. Findet es schön, dass die Welt überlebt. All sein Zeug ist darin. Weißt zu schätzen, dass du immer geholfen hast, selbst wenn du nichts gekauft hast. Findet, du passt gut zu den Myriad. Im Laufe der Jahre hat er ihnen viel verkauft und so einiges an Grün gemacht. Was haben sie dir verkauft? Manchmal haben sie zu viele Lichter angefertigt und ihn dann gebeten, diese in der Welt zu verteilen. Auf zu neuen Geschäften. Sein Name ist Honky. Bei ihm ist es Brauch, dass alle, die er trifft, zu Kunden werden. Er ist der geborene Händler. Vielleicht wurde er sogar vom Schicksal bestimmt. So oder so kann er es nicht ändern. Der Handel liegt ihm im Blut. Selbst wenn er bei dir keinen Gewinn erzielt, wäre das für ihn in Ordnung.
Das nimmt er in Kauf, da sein Grundsatz lautet, einem Kunden Profit und Freude zu bereiten. Bist du ein fairer Händler? Sagt, in dieser schrecklichen Welt aus Ruinen sei keiner so fair wie er. Honky möchte dir dabei helfen, ihm zu helfen. Er weiß, dass du jemand bist, der seiner Marke treu bleibt. Er verfolgt den Markt und hört auf dessen Rat, doch häufig hat er das Gefühl, anderen ihre Bedürfnisse klar machen zu müssen. Er gibt dir, was du brauchst, wenn du ihm dabei hilfst, ein unwichtiges Unsinn-Ding zu beschaffen, das für ihn sentimentalen Wert hat. Wenn es dir so viel bedeutet? Meint, es sei nicht so wichtig, aber für ihn gerade wichtig genug. Okay, ein gutes Nichts für nichts. Na gut. Bahnhofsbunker. Ist jetzt an und für sich gleich hier in der Nähe. Nein, ich will jetzt trotzdem erstmal zu Steinalt, obwohl er könnte es natürlich auch sein. Er könnte ja auch unsere Quest geben. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.